Jetzt kommt er halt auch in seine Tiefe. Alles nur Gestein noch. Eigentlich könnten wir hier Survival Kits bauen. Ohne Ende. Alles Gestein. Mit den Survival Kits dann einfach die ganze Zeit Zeug durchballern bis zum geht nicht mehr. Das wäre auch eine Idee. Ob er auf die Silber, auf das Silber kommt, das wird spaßig, ja? Wir sind bei 1,5. 1,5, 6, 1,6. Aber er hat noch kein Silber gefunden. Das gefällt mir so gar nicht. Und dass er kein Silber findet, das beunruhigt mich eigentlich gerade mehr. Aber es kann sein, dass er noch nicht tief genug ist. Ich gehe ein bisschen Risiko gerade und mach den mal einen Ticken schneller. 0,1. Sonst braucht er noch länger. Kein Silber? Wurm hier aber. Komisch. Alles gestört. Ich bin mal runter. Wenn das Silber kommt, in 37 Metern oder was? Verbindungsprobleme. Hoffe, ist wieder Schluck auf. Ich weiß nicht, ob ihr das mal mitbekommen habt. Ah, Moment. Das ist jetzt natürlich blöd, dass er so laut ist. Ich wollte gerade was erzählen. Okay, sehr schön. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. In Frankreich ist ja ein sehr, sehr großer Serverkomplex, glaube ich auch. Es war sogar ein Komplex. Abgebrannt. Und das führte natürlich zu einem ganz großen Problem. Viele Leute hatten dann auf einmal Probleme mit ihren Servern. Und wir sind hier von dem auch gar nicht ausgenommen. Also wir hatten auch die letzten Tage sehr viele Probleme mit dem Server. Wir mussten auch einmal den Server komplett aufsetzen, hatten wir ja erzählt. Und ja, das ist nicht so einfach tatsächlich gerade. Ach, Junge. Aber wir sind erst beim zweiten, der müsste so tief kommen. Ihr seht, es geht voran, es geht voran. Es wird nur ein bisschen dauern. Und wenn es sein muss, kleben wir die Dinger irgendwo anders noch dran. Ich überlege mir schon seit längerem tatsächlich, ein Blueprint von sowas hier zu machen. Den ich dann einfach immer wieder kopieren kann. Vielleicht machen wir gleich mal einen anständig großen. Mit allem, was geht. Und machen den auch recht groß und dann muss man den nur noch... Wie war das nochmal? Alt G? Nee. Alt Schiff. Weiß es nicht mehr. Ah, ich muss gleich nochmal nachgucken. Blueprints in, wie die Blueprints hier funktionieren. Weil dann müssen wir das nur noch quasi als Blueprint machen und dann zusammenbasteln. Das ist nämlich eigentlich so das Ziel. Vielleicht machen wir sogar einen Reaktor dran. Das ist ja noch cooler. Ja. Ich muss mal gucken. Blueprint. Ich hatte diese Fähigkeit jetzt auch freigeschalten, genau. Oh, warte. Oh, jetzt gibt es natürlich wieder Verbindungsprobleme, alles klar. Ah ja, genau, wir brauchen diesen Projector. Genau, das ist der Punkt. Und ja. Ich muss mal gucken, ob ich noch welche habe. Blueprints. Ich hoffe, der gräbt weiter, also. Ja. Ich hatte nämlich noch eigentlich mein riesengroßes Blueprint vom Schiff gehabt. Ah, guck mal, da geht's auch. Nee. Workshop-Items, schade. Ich hatte mal ein Blueprint. Was war das nochmal? Steuerung B, ne? Genau. Ich weiß nicht. Wenn ich das jetzt hier mache, ne? Was? Ah ja, genau, das können wir so nicht hinzufügen. Wir bauen den Projector. Aber ich würde gerne sehen, was er am Ende baut.
glaube, da muss man nämlich einmal komplett raus. So. So, und dann muss man den so machen. Wir bauen den erstmal noch und dann. Nein, das anständig. Silber, er hat durch Silber gegraben. Das ist das, was wir wollten. Er ist schon durch. Wie viel Silber haben wir bekommen? 118. So muss das gehen. Jetzt holen wir die Pisten hier wieder hoch. Langsam. Die Ressourcen können wir dann auch behalten später. Oh Gott, schon wieder ein Verbindungsproblem. Meine Güte, was ist denn heute los? Beim letzten Mal bei der Aufnahme hatten wir nicht so viele Verbindungsprobleme tatsächlich. Oder liegt's an mir? Keine Ahnung. Egal. Jedenfalls. Zap, zap, Block ausschalten. Und wir nehmen den Kladderadatsch mit, auch wenn es nicht so viel ist, wie wir eigentlich gerne hätten. Aber es sollte reichen. Ah, das wäre eigentlich schon geil mit so einem Projector. Das wäre eigentlich schon nice. Wobei, ich weiß gar nicht, ob wir das so dringend brauchen. Ne? Wir überlegen uns das. Er müsste jetzt eigentlich schon beim Uran angekommen sein, ne? Nee, der ist beim Gold. Wir brauchen das hier aber dringender gerade. Achso, hier ist noch ein bisschen AG. Viel Spaß. Okay, dann haben wir das. Ich würde nochmal die anderen Sachen schnell abbauen. Dann haben wir eh viel zu viel Kladderadatsch gerade. So. Also den Bohrer da hinten, die Bohrer da vorne. Das da hinten müssen wir auch nochmal auseinanderbauen. Also es ist alles nicht so einfach. Oder wir bauen echt diese Survival Kits. Ja, ist was kaputt gegangen. Das war nämlich auch nicht schlecht. Ich muss mal gucken, ob da hinten noch Stein ist. Da hinten ist noch Stein. Weil die Oh, das. Ah, Meteor. Ich sehe diese Meteor, die going runter. Machen diese kaputt. Und wir haben hier einfach noch Eis. Ja, ich würde echt vorschlagen, dass wir Survival Kits bauen. Und dann können wir halt. Ich meine, ihr seht ja, wie das hier eingeschlagen ist die ganze Zeit. Apropos, wir sollten mal ein Schild bauen. Wir haben, glaube ich, noch einen Schildmod drin, ne? Das wäre nämlich eigentlich ganz nice. Übrigens, wir könnten auch ohne Probleme Hydroantriebe nehmen, wo wir gerade dabei sind, aber. Ja, so wie es gerade ist, ne? So, dann brauche ich 1, 2, 3, 4. Wir haben noch keine medizinischen Komponenten gerade. Die müssen wir herstellen. Das geht ja jetzt. Wo ist denn das? Da. Abfahrt! Dankeschön fürs Herstellen. Wir haben ja genug AG, das hier rumschwirrt. Die brauchen wir ja tatsächlich, um die Dinger herzustellen. Survival. Kids. Ja, wie gesagt, gibt eine Menge an Ressourcen, die wir dadurch bekommen. Ist alles gar nicht mal so schlecht hier, Hammer. Eins. Zwei. Machen wir drei. So. Die beiden. Ne, wir müssen die alle machen, oder was? Jo, müssen wir alle so machen. Okay. Einmal machen. Mit dem ganzen Zeug, was geht. Also, dann ihr auch. So. Und das dritte Survival Kit. Lassen wir es erstmal dabei. Ich weiß, es kann auch mehr sein und so, aber hey. Jo, wird überall schön gearbeitet. So muss das sein. Dann machen wir das gleiche hier und da drüben auch nochmal und dann geht's ab.
Hier brauchen wir sogar am besten 4, aber da brauchen wir erstmal überhaupt, ja. Funktionierende Windturbinen ohne Ende. Machen wir es mal so. So, noch eine Windturbine. Sicher ist sicher. Wenn wir noch mehr brauchen, können wir gleich welche machen. Ist alles gut. So, jetzt kommen die Survival Kits aber mal hier rangeknallt. Nee, der nicht. So. So, 1, 2, 3, 4. 4. Und Zabo. Zack. Abfahrt. Schade, dass man die nicht in Dings schalten kann. In wie heißt das? Wie die Montageanlagen halt. Das war eigentlich genau das, was wir bräuchten. Produziert mal ohne Ende, dankeschön. Dann haben wir zumindest Schotter, Nickel, Silikon und Eisen ohne Ende. Gut, Eisen haben wir sowieso ohne Ende, aber Nickel, Silikon ist halt etwas, das können wir dann gut mitnehmen. So. Have fun! Have diese good fun! So. Mit unserem Silber, was wir jetzt auch zu Hause haben, sollte es auch, sollen wir auch erstmal hinkommen. Wenn nicht, wir wissen ja, wo jetzt Silber ist, es ist hier vorne. Einmal durchsägen, passt. So. Die Dinger sind oben. Dann sägen wir mal. So. Okay. Das meiste brauchen wir so nicht. Auch das brauchen wir so nicht. Perfekt. Okay. Und jetzt brauchen wir wieder das, was keiner hören will. Survival-System. Glaubt man gar nicht. Hier reicht es auch mal, 2 zu nehmen. Das kriegen wir auch hin irgendwie. Ah, ich liebe diese Makro auf der Tasse, auf der Maus. Ist so schön. So, viel Spaß. Viel Spaß. Also Ressourcen werden an 3 Stellen dieses Globus quasi jetzt hergestellt. Das ist super. So. Jo, ihr seht hier unten locker. Würden wir das noch erweitern? Sogar eher in die Richtung tatsächlich. In die Eckenrichtung hier. Dahin. Dann würden wir nochmal viel mehr abbauen. Wir haben tatsächlich gar nicht mal so viel abgebaut. Also für so eine Ader, ne? Das ist halt so der Punkt. Wurde das Schiff eigentlich mittlerweile auseinandergesägt? Das wäre so meine Lieblingsfrage. Das Schiff wurde auseinandergesägt. Das ist genau das, was ich mir erhofft habe. So. Dementsprechend. Achso. Ich flieg mal lieber hier rein. Also dann. So, jetzt packen wir mal die neu. Dann haben wir hier auch wieder gut Zeug. Also wir wechseln das hier mal. Okay, sortieren wir unsere Sachen. Gut, hier läuft es jetzt durch. Hier kommt jetzt auf einmal noch mal Silber durch. Das ist gut. Unerwartet viel, tatsächlich. Was ich sehr gut finde. Oh ne, passt nicht mehr. Okay. Huch. Doch. AG ist drin, perfekt. Ich säbel gleich alles richtig um. Hä? Warum ist im Assembler wieder so viel davon? Ich weiß es nicht. Ich werde es nie verstehen. Also die Turrets sind auch gut durch. Hm.
bin ehrlich, ich will die Jungs eigentlich beim nächsten Mal überraschen, dass wir so ein riesiges Schiff haben. Ich meine, ich bräuchte dafür schon so ein paar Zeug. Es könnte halt echt gut gehen. Ich bräuchte von den Arc-Reaktoren hier. Arc-Fuel. Oh. Deswegen hat der wahrscheinlich nicht funktioniert. Ich guck mal, wie viele wir brauchen für einen richtig geilen Arc. Okay, das ist ein bisschen viel. Das, glaube ich, schaffen wir nicht. Aber sagen wir mal... Nehmen wir mal 50 Reaktor. Das müssten wir eigentlich hinbekommen, ne? So rein hypothetisch. Damit können wir... Alles klar, Alter. Können wir auch ein super Ding schon steuern, ne? So, einmal hier alles aufladen. Ich bin halt immer persönlich, ne? Der Typ, der halt wirklich Sachen herstellen kann. Der eher so mit den Fliegern dann was macht und so und... Ich muss die Dinge erstmal ausstellen. Danke. Ich muss das Build- und Repair-System ausmachen. Ich muss gucken, ob, wenn ich hier noch weiter baue, dass das nicht einfach angefertigt wird. Sieht nicht so aus. Perfekt. Dann können wir nämlich den ersten Kumpel planen. Und ich hätte schon eine tolle Idee für ihn. Wir bauen ihn hoch, weil er auch groß wird und ich will den Platz in alle Richtungen nutzen. Ne? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 in jede Richtung. Oder? Ja, wobei, das wird ein bisschen groß. Machen wir mal 8 in jede Richtung. Okay. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. So, ne? Ist gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wir wollen ja unten auch noch die Antriebe packen. Und ja, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Natürlich übertreibt da Alex wieder mit seinen Schiffen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12. Und dann machen wir das zu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 13, 14, 15. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das am geschicktesten machen. Also, ich würde gerne eine Brücke haben. Eine schöne Brücke. Ich würde gerne Bohrer haben. Ewig lange Bohrer. Vielleicht machen wir das auch so. Also, 1, 2, 3. Und quasi, das sollte schon so der Bug sein, quasi. Aber der würde... Die Brücke würde hier erst anfangen, quasi. So. Also, dass quasi die. Dass es quasi so aussieht, als ob. Hier unten ist es gerade runter, ne? Und hier fängt es halt ein bisschen früher an und wird auch ein bisschen kleiner. Also mit der Zeit. Quasi, dass hier vorne eine recht kleine Front ist. Nur 4 auf jeder Seite. Ja, 4. Ich würde vielleicht sogar noch ein bisschen weiter hinten anfangen. Dann haben wir nämlich noch ein bisschen Platz vorne. So, ne? Und... Oh ja, soll er kommen. Wir haben hier...
Ein bisschen der Schutz, ne? Wo kommt denn der? Oh ja, die kriegen die weg. Ja, ist gar kein Problem, die schießen die einfach weg. So muss das so. So, genau. Wir machen das so, ne? Dass hier hinten dann ein bisschen. Weil wenn wir kleiner anfangen, dann würde ich tatsächlich auf jeder Seite weniger machen. So, ne? Und dann quasi eins immer weiter. Sodass am Ende hier ein schöner Anbau entsteht. Und dass wir hier vorne, also keine Ahnung, bis halt, sagen wir mal, nur die Brücke haben. So. Bis hierhin quasi dann. So. Ist halt nur die Brücke. Na, also bis hierhin quasi. Machen wir dann auch gleich nochmal so. Teilen wir das ein bisschen größer auf. Ich versuche nur bis zum ersten Knick. Ich hoffe, es sieht jetzt symmetrisch aus. Ja, sieht. Nein. Der ging bis hierhin. Alles klar. So. Ja, so. Ne? Dass hier quasi vorne die Brücke ist. Für drei Leute, selbstverständlich. Dann haben wir hier hinten noch ein bisschen Platz für Zeug. Hinten kommen die Reaktoren rein. Die können wir auch sogar runtersetzen, glaube ich. Also quasi, dass wir hier so eine kleine Bucht haben. Also so ein bisschen tiefer bauen. Ja. So. Wobei ich sagen muss, der eine gute Reaktor, der könnte auch schon ausreichen, um genügend Strom zu produzieren, um so ein Ding in die Luft zu kriegen. Ah ne, das ist zu weit. So, ja, wobei ich würde halt mehrere machen. Wir können ja mehrere 50er machen oder whatever. Übrigens, ich habe schon mal mit dem ARC-Reaktor auch gearbeitet, vor 2 Jahren quasi. Ich hatte nur letztens einen Fehler gemacht. Ich hätte vergessen, dass es dieses ARC-Fuel gibt quasi. Und das führte dann dazu, dass ich mich gewundert habe, warum die Mod nicht funktioniert. Aber es fehlte halt einfach dieses Fuel. Und ja. Okay. Ich würde hier hinten, wobei hier hinten brauchen wir tatsächlich noch eine Wand, auch wenn am Ende. So, und jetzt brauchen wir die ARC-Reaktoren. Machen wir es mal so. Wir machen mal ein paar 50er rein. Es würden exakt 5 reinpassen. Dann machen wir es so. Ich merke mir jetzt erstmal 3. So. Und hier. Okay. Die 3 so, wobei, ich merke mir vielleicht sogar erstmal einen. Ist erstmal schön, wenn einer rangeht. Vielleicht machen wir sogar den in der Mitte zu einem 100er. Und dann haben wir nur noch Aushilfsreaktoren quasi. So. Und dann haben wir links und rechts genügend, um dann die Möglichkeit zu haben, gute Reaktoren zu bauen. Also das wäre so meine Idee jetzt erstmal. Mit einem 100er 100-fache Power. Ja, das ist schon mal ordentlich was. Der geht ja relativ hoch. So. Wenn der relativ hoch geht oder nur bis hierhin quasi geht und wir dann halt jetzt hier gleich ganz liebevoll mit einer Tür auch versehen werden, dann würde ich nämlich, wir machen hier direkt eine Tür hin. Wir machen eine Schiebetür zur Sicherheit, falls irgendwas sein sollte. Würde ich quasi versuchen. Ich will den Raum ja ganz nutzen. So.
Ich werde auch gucken, dass ich vielleicht nicht so ganz kastig baue am Ende. Aber man sieht, also, ja, man sieht halt schon, dass es jetzt im Moment eine sehr krasse Kastenform wird. Das wird sich noch klären. Also jetzt gerade ist es ja nur, dass wir die Räume aufteilen und das drumherum machen wir dann noch. Jetzt brauchen wir die Batterien und, also, vielleicht, ich kann die ja schon mal rausholen. Mal hier. Und wir machen hier so ein Batterielager quasi, damit wir auch immer genügend Batterien, also genügend Ladungen quasi haben. Und das würde ich gerne dann dementsprechend hier irgendwie reinpacken. Also es werden ja auch ziemlich große Batterien. Wir machen 3 rein. Ich habe so eine Idee, wie wir das am schönsten machen. Denn dann machen wir so einen Mittelgang und die Batterien links und rechts. Das wird so unser Maschinenraum werden hier unten. Also in der Hoffnung, dass wir dann halt auch gut was hinbekommen. Es wird super viele Ressourcen fressen, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. So, 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 so. Und dann kommt ja hier noch eine Wand hin. Kann ich ja schon mal platzieren. Ich meine, bei uns sieht es jetzt gerade aus, als ob hier die Firma rund und eckig, Viereck und eckig, oder wie auch immer, die Firma eckig halt nur gearbeitet hat, aber das soll jetzt nur ein Rohbau werden. Und dann werde ich mit den anderen das Schiff nochmal verschönern. Das soll jetzt, wie gesagt, erstmal so der erste Entwurf sein. So, hier wird auch nochmal eine Tür reinkommen. Das war so die Idee. Zack. Das heißt, die können dann erstmal... Also hier können wir erstmal rein. Hier bauen wir dementsprechend auch wieder Batterien voll. Wir werden es einfach auch brauchen, also von daher ist es halt schon äußerst positiv gedacht, dass wir so viele Batterien haben. Ob sie sich aufladen oder nicht, das halt steht immer auf dem anderen Stern, aber es wäre natürlich cool, wenn die sich aufladen würden. Dann haben wir nämlich ordentlich Strom für eine Reise. Ah ne, das nicht. So. Dann haben wir das nämlich. Und dann können wir nämlich... Ne, Moment, das passt nicht. Wir müssen es natürlich noch eins höher bauen. Dann haben wir hier quasi noch einen Schacht. Der ist dann aber kleiner als der da hinten. Also da merkt ihr schon, dass es nicht mehr so ganz firma-eckig wird. Hoffe ich mal. Oh, wir werden noch Schacht brauchen. Ein Schacht fürs Arbeiten. Wobei, wir versuchen das so zugänglich zu machen, wie es nur geht. Ich will einfach nur sehen, was die Jungs dann machen, wenn die diesen Rohbau sehen. Also dieser Raum wäre quasi dann schon ready und dann auch begehbar. Also, ja, dann kommst du hier rein, siehst dann auf einmal diese ganzen Sachen hier und alles ist gut. Dementsprechend brauchen wir hier einen Aufgang. Ich würde direkt hier in der Mitte einen Aufgang machen. Den können wir mit Stairs machen oder so. Was wir dazwischen machen, können wir ja dann nochmal überlegen. Aber hier sollten dann dementsprechend Stairs kommen. Wo wir dann hier ansetzen, ist eine bessere Frage, weil das ist natürlich hier die Brücke. Zur Brücke würde ich tatsächlich gucken, dass wir dann vielleicht sowas hier machen. Dass wir dann hier die Treppen machen und auf der anderen Seite auch. Dann haben wir das auch noch. Aber die Sorge, dass es zu früh wird. Warte mal. Ah, das geht bis ganz runter. Okay. Okay, hier ist es ein bisschen früher, hier ist es ein bisschen später. Wir werden diesen einen Block brauchen. Also würde ich das alles um eins verschieben.